was hat Diversity mit mir zu tun? Oder mit dir? Oder mit ihr? Oder mit uns allen? Das finden wir jetzt gleich in der Diversity Talkbox heraus und nähern uns dem Leben und Arbeiten in der Vielfaltsgesellschaft aus einem Blickwinkel der persönlichen Erfahrung, würde ich mal sagen. Und damit auch nochmal Hallo von meiner Seite. Ich bin Bettina Pzück von der Karte der Vielfalt und habe die Freude, heute ein Format begleiten zu können, welches in unserem Projekt Diversity Challenge entstanden ist. Die Talkbox. Es werfen jetzt gleich zwei Menschen aufeinander, die aus unterschiedlichen Arbeitsfeldern stammen und auf den ersten Blick vielleicht nicht so viel gemeinsam haben. Er ist Marketingleiter bei der Seat Deutschland GmbH. Sie ist Schauspielerin, Moderatorin und Podcast-Creator. Eine Sache kann ich aber schon mal sagen, verbindet sie auf jeden Fall. Ihr Engagement für Respekt, Gleichberechtigung, Vielfalt und Toleranz. Entstanden ist daraus bereits ein gemeinsames Projekt, der Anderssein-Podcast. Und damit sage ich herzlich willkommen in der Talkbox Giuseppe Fiordespina und Minkai Panti. Danke. Drei Rubriken leiten euch gleich durch euren Talk. Du und ich, wie divers sind wir und Challenge Arbeitsplatz. Und wenn Sie möchten, liegen für Sie Umschläge mit Fragekarten vor, die Sie nutzen können. Giuseppe und Minkai, stellt euch uns vor. Ich bin gespannt, was für euch Diversity bedeutet. Ich bin Minkai Panti. Manche sagen immer Panti. Ich sage immer PH, was wir auch nicht Fotograf oder Fantasie, also Fantasie, Panti. Bin Schauspielerin und Moderatorin und neuerdings auch sehr begeisterte Podcasterin und bin in Darmstadt geboren und Kind vietnamesischer Einwanderer. Und lebe seit über 20 Jahren in Berlin und fühle mich auch als Berlinerin. Ja, und ich bin Giuseppe Fiordespina und leite das Marketing für Seat in Deutschland. Und ich bin 43 Jahre alt und habe meine Wurzeln in Italien. Meine Eltern kommen also aus dem schönen Süditalien. Ich bin in Deutschland geboren, in Stuttgart und da auch aufgewachsen, habe aber einen kleinen Ausflug in der Arbeitswelt gemacht, ist nämlich in Italien, lebe jetzt aber schon seit 14 Jahren wieder in Frankfurt. Ah, da wo ich geboren bin sozusagen. Ja, siehst du mal. Nicht weit weg, ne? Wir sind gar nicht so weit voneinander weg. Nee, das stimmt. Ich habe ja auch ganz, ganz schlimm Hessisch gesprochen, weil ich bei einer Tagesmutter war, weil meine Eltern haben studiert. Und das Hessische wurde mir, als ich nach München gezogen bin mit 10 Jahren, sehr schnell ausgetrieben, weil die sind damit gar nicht klargekommen, dass so ein asiatisches kleines Mädchen in die Bäckerei kam und gesagt hat, Mosche, vier Brötchen bitte. Ich habe mit 19 Jahren angefangen, bei Viva zu moderieren oder beziehungsweise habe ich ja erstmal woanders moderiert, bei Kabel 1, die Sendung Hugo, vielleicht kennen die noch einige. Da hüpft so ein Männchen hin und her und man konnte das per Tastentelefon steuern. Und da hatte ich schon noch so ein paar bayerische Wörter mit durch und radeln und so. Das habe ich in Deutschland hier in Berlin. Wir haben ja auch was gemeinsam. Genau. Und Ich freue mich total drüber, weil es ist einfach ein wunderbares Projekt. Ich weiß nicht, ob du was darüber erzählen magst, aber mich ist es, glaube ich, wichtig auch zu sagen, wie sehr mir persönlich, aber eben auch für die Marke Seat, das Projekt ans Herz gewachsen ist. Nicht nur, weil es, finde ich, verdientermaßen erfolgreich ist, sondern weil der Inhalt einfach so wunderbar wichtig ist und intuitiv und sensibel und unterhaltsam auch. Vielen Dank. Ja, also ich habe vor einem Jahr diese Idee gehabt. Also ich höre sehr gerne Podcasts und finde dieses Format total toll. Und ich habe mich immer gefragt, dieses Anderssein, bin ich denn anders, obwohl ich mich nicht anders fühle? Und habe gedacht, ja, wie fühlen sich eigentlich andere, die einen ähnlichen Background haben wie ich? Dass man eigentlich zu was anderem gemacht wird, obwohl man sich nicht anders fühlt. Und diese Frage habe ich mitgenommen und habe diesen Podcast gegründet und spreche mit ganz vielen Menschen mit ähnlichem Background und habe dann mit euch einen total tollen und zuverlässigen Partner gewonnen. Und wir gehen jetzt seit Juli gemeinsam durch diese Zeit. Ich finde jedes Gespräch total bereichernd. Es ist kein Interview, das sage ich auch immer. Ich bin keine Journalistin, sondern ich bin selbst betroffen und dadurch, glaube ich, ist das ein sehr persönliches Gespräch. Ja, und für uns ist es eben wichtig, weil wir diese Haltung und dieses Thema natürlich leben wollen bei Seat und weil wir eine sehr junge Automobilmarke sind, gemessen am durchschnittlichen Käuferalter. Mhm.
spannende Frage, Minkai. Ja. Wie divers ist unsere Gesellschaft und was bedeutet Vielfalt in 2020? Also jeder Vierte hat ja einen Migrationshintergrund, also sind wir sehr divers. Aber ich sage, Diversität sehe ich ja auf verschiedenen Ebenen. Ob das jetzt Genderfrage ist, ob das die Sexualität anbelangt. Bin ich polyamorös, bin ich monogam zum Beispiel? Bin ich im falschen Körper geboren? Möchte ich eigentlich geschlechterlos leben? Habe ich eine Behinderung? Deswegen habe ich auch diesen Begriff gewählt, dass Anderssein ja nicht nur auf die Migration zurückzuführen ist. Damit habe ich angefangen, weil das thematisch sehr nah an mir dran ist. Aber die Fragen bleiben gleich nach der Akzeptanz, nach der Wahrnehmung, nach der Sensibilisierung. Aber ich habe natürlich erstmal das genommen, weil diese Frage, woher kommst du, begleitet mich einfach schon so lange. Und es geht gar nicht nur mal um die Frage, woher kommst du, sondern immer das Nachhaken, woher kommst du wirklich? Weil woher kommst du, habe ich immer gesagt, aus Darmstadt. Und dann, ja, nee, aber woher kommst du denn wirklich? Und dieses, woher kommst du wirklich, das ist eigentlich das, was mich am meisten gestört hat. Ich glaube, das Einzige, was mich immer beschäftigt hat, war, in Italien war ich der Deutsche und in Deutschland bin ich der Italiener. Und ich habe für mich entschieden, dass ich einfach das Beste von beiden bin. Aber ich finde es zum Beispiel auch schwierig, wenn ich, und das ist mir in letzter Zeit oft passiert, dass mich die Menschen gefragt haben, ich habe immer noch nur die italienische Staatsangehörigkeit und mich die Leute dann immer fragen, wieso hast du denn nicht auch die deutsche? Irgendwie finde ich die Frage immer so ein bisschen schräg, weil meine Heimat ist ja nicht meine Heimat, weil ich die Nationalität oder die Staatszugehörigkeit habe, sondern weil ich mich da zu Hause fühle und weil ich da geboren und aufgewachsen bin und weil ich da mein Leben gestalte. Also ich würde gerne sagen, ich habe jetzt gelernt, dass nicht wir das Problem sind, sondern die Menschen, die sich nicht damit auseinandersetzen wollen, und zwar die Weißen und Bio-Deutschen. Diese Kategorisierung, mit der ich mir am Anfang echt schwer getan habe, weil wir sind ja so gewohnt, als Menschen mit Migrationshintergrund ständig kategorisiert zu werden. Ja, schwarz, asiatisch, Migrationshintergrund, Vordergrund, Ausländer, bla bla bla. Und dann gibt es ja diese anderen Abstufen, Japse, Türke. Und in diesem Podcast habe ich gelernt, plötzlich die anderen zu kategorisieren, die uns immer kategorisieren. Und ich habe auch gelernt, dass der Rassismus nicht weg ist, indem wir ständig darüber reden, sondern indem die anderen sich damit auseinandersetzen. Und ich glaube, das ist der nächste Schritt, dass nicht immer wir den Anstoß machen, nicht immer wir die Aufgabe machen, nicht wir immer erklären, nicht wir aufklären und wir nicht die Experten, sondern es geht darum, dass andere endlich anfangen, A, auch sich mit ihrer Geschichte auseinanderzusetzen. Und damit meine ich jetzt nicht nur das Dritte Reich, sondern ich meine zum Beispiel auch die ganze Kolonialzeit, über die keiner spricht im Übrigen. Was auch mal gern pauschal gesagt wird, ja, also ich habe Rassismus ja auch schon erlebt, dass man sich wirklich mit dem Begriff Rassismus auseinandersetzt, ja. Und dass wir eben nicht alle die gleichen Chancen haben. Ich würde auch gern noch eine Sache hinzufügen, die mir echt wichtig ist. Es gibt sehr viele, die jetzt natürlich sagen, oh, ich kann es nicht mehr hören, dies Black Lives Matter und jetzt Diversity Matters, und die verdrehen die Augen. Und dann sage ich immer, ey Leute, aber wir leben übrigens seit Geburt an damit, dass wir uns ständig damit auseinandersetzen müssen. Also welcome to our world, sage ich nur. Und es ist auch so, dass man nicht genügend über dieses Thema reden kann, weil wir haben einfach viel zu lange gar nicht darüber geredet. Ich meine, dass jetzt hier, ich lebe ja in Berlin, dass jetzt eine M-Straße endlich mal umbenannt wurde, die einfach, also ist schon, man schämt sich schon, diesen Straßennamen auszusprechen. Es ist schon manchmal erschreckend, wie Leute reagieren. Ja, aber das hieß schon immer so. Und warum soll man das jetzt ändern? Und ich denke mir aber, Leute, wo lebt ihr denn eigentlich? Also nur weil es schon immer so hieß, heißt doch nicht, dass nicht eine Gruppe von Menschen diskriminiert und rassistisch sich angegriffen fühlen. Und warum tut es dir denn jetzt so weh, dass jetzt die M-Straße nicht mehr M-Straße heißt? Oder ich bin ja auch in München groß geworden, in Bayern, da ist das Wort N, das N-Wort ja auch ein gängiges Wort. Und wir in Deutschland, wir tun uns schon immer schwer mit Veränderungen. Also immer, wenn irgendwas verändert wird, wird immer wahnsinnig lang darüber diskutiert, ob das überhaupt jetzt sein muss. Und ich finde es richtig. Ich meine, klar, es würde wahrscheinlich schöner sein, nicht immer BIPOC zu sagen, oder POC, dass wir irgendwie mal einen schöneren Begriff dafür finden, und Leute auch sagen, ja, ich kann es, also wie soll ich denn und wieso soll ich das jetzt lernen, so wie LGBTQI, das muss ich auch erstmal auswendig lernen, aber ich denke mir, ey, wenn das das Mindeste ist, was ich machen kann, dann mache ich das doch bitte.
Aber ich habe ja auch noch eine Frage für dich, Giuseppe. Und zwar, welche Rolle spielt Diversity in deinem Arbeitsbereich? Ich bin ja eine Führungskraft und dementsprechend habe ich eine Vorbildfunktion. Insofern ist für mich das erste Thema Toleranz und diese Weltoffenheit vorzuleben. Natürlich in einer Firma, die ausländische Wurzeln hat. Wir sind ein spanisches Unternehmen, also per se schon, wie soll ich sagen, eine gute Grundlage, um das Thema Anderssein zu leben. Aber es geht ja auch darum, im Arbeitsumfeld das Miteinander zu gestalten und nicht nur in der Zusammenarbeit, sondern auch in der Auswahl der Mitarbeiter. Da ist mir eben wichtig, dass wir unterschiedliche Menschen haben, die dieses Arbeitsumfeld eben bereichern durch unterschiedliche Perspektiven, durch unterschiedliche Mentalitäten. Und das ist ja auch die Beobachtung immer wieder, dass Menschen mit unterschiedlichen Denkweisen oder unterschiedlichen Mentalitäten anders mit Problemlösungen umgehen. Es ist aber eben auch wichtig, Dinge zu schaffen, die gerade in der Kommunikation und im Marketing, die das Thema verkörpern. Ne? Minkai, du bist ein Thema, wie wir Diversity für Seat über den Podcast kommunizieren. Aber wir haben auch ganz viele andere Markenbotschafter, die für unsere Marke stehen. Nikita Thompson, die sich ja sehr, sehr stark für das Thema Female Empowerment und Black Lives Matter einsetzt. Die ist schon seit mehreren Jahren unsere Markenbotschafterin und unser Markengesicht. Und wir wählen ja solche Menschen aus, weil sie auch eine Stimme haben und weil sie eine Haltung haben, die wir unterstützen und denen wir auch eine Bühne geben wollen. Mit solchen Menschen wollen wir eben die Marke gestalten und Themen voranbringen, die auf der einen Seite ein Markenprofil geben, auf der anderen Seite aber eben auch die Menschen inspirieren, anders zu denken und neu zu denken und vorurteilsfrei zu denken. Und deswegen ist es auch wichtig, das als Unternehmenskultur zu verankern, weil das ist ja keine Eintagsfliege, sondern das ist ein Thema, an dem man kontinuierlich arbeiten muss. Ich habe heute einen Post abgesetzt, weil die KfW hat veröffentlicht, dass jeder vierte Startup von Menschen mit Migrationshintergrund gegründet werden. Warum? Weil sie nicht die gleichen Jobchancen haben. Und dadurch haben sie den Mut, Firmen zu gründen, in die Selbstständigkeit zu gehen, und davon profitiert ganz Deutschland. Und solche Sachen finde ich unglaublich wichtig hervorzuheben. Wenn du im Arbeitsbereich möglichst divers besetzt, dann hast du Role Models für Kinder, die eben sagen, das kann ich eben auch erreichen, das kann ich auch werden. Und nicht immer nur, der Arzt ist weiß, der Rechtsanwalt ist weiß, der Richter ist weiß, der Lehrer ist weiß. Wir haben einfach zu wenig Role Models. Für mich ist auch nochmal wichtig, dass man auch im Umgang mit den Mitarbeitern eine größere Sensibilität entwickelt. Ich habe das schon oft erlebt, dass in Vorstellungsgesprächen zum Beispiel gesagt wird, ja, sie haben irgendwie die richtige Qualifikation, aber sie wären die Älteste oder die Jüngste im Team. Ja, ich finde es irgendwie auch ein schwieriges Thema, weil es geht ja nicht darum, ob man jung oder alt ist, sondern es geht darum, was man für ein Talent oder für eine Energie in das Thema reinbringt, unabhängig natürlich jetzt von den Erfahrungswerten. Ne? Es geht auch darum, dass die Menschen verstehen, dass das jetzt nicht irgendwie eine PR- und Kommunikationsthematik ist oder irgendwas, um die Marke irgendwie aufzupolieren, sondern dass es darum geht, dass es integrativer, wenn nicht zentraler Bestandteil einer Unternehmenskultur sein muss. Ja? Und wir versuchen das bei Seat sehr, sehr stark in den Vordergrund zu stellen. Wir sagen zum Beispiel auch, wir sind created in Barcelona, weil wir eben, ne, wollen eben auf unsere Wurzeln zurückgehen. Warum? Weil dieses Land und diese Mentalität ganz viel zu bieten hat, aus dem wir schöpfen können, an Positivität, an Kultur, an Kunst, an Kreativität. Es muss einfach in den Köpfen der Menschen ganz klar gelebt werden, und dafür setze ich mich in dem Unternehmen ein. In einem der Podcast-Folgen von Minkai gab es auch mal den Satz, dass es einfach mehr Spaß macht, vielfältig zu sein. Davon bin ich eben absolut überzeugt. Und den Spaß will ich sowohl in meinem privaten Umfeld mit meiner Haltung haben, aber auch als Vorbild in meinem Arbeitsumfeld. Ich glaube, man muss, wie gesagt, einfach am Ball bleiben. Und das werde ich mit aller Hartnäckigkeit, weil ich einfach diese große Überzeugung in mir trage, dass Multikulti schöner ist und mehr Spaß macht und bereichernd ist in meinem Leben. Wow, das ist doch ein wunderbares Schlusswort, würde ich sagen. Was für ein spannendes Gespräch. Ich habe mich so gerne auch immer wieder eingeschaltet, muss ich sagen, weil tatsächlich berührt mich das auch als Mensch mit Migrationsvordergrund
Migrationshintergrund oder Migrationsgeschichte. Ich danke euch ganz herzlich für die wunderbaren Einblicke, persönlichen Geschichten und auch Meinungen, die ihr hier präsentiert habt. Und ich finde, was man mitnehmen kann, ist einfach, sich auch selbst immer wieder zu fragen, bin ich nicht irgendwie immer anders? Sind wir nicht alle irgendwie anders in unserer Vielfältigkeit, unserer Individualität, die wir mitbringen? Und das heißt ja eigentlich auch, Vielfalt beginnt bei uns allen. Und der Dialog wie hier öffnet uns Perspektiven. Wir haben neue Lösungswege. Wir dürfen auch stolz sein, finde ich, auf das, was wir so sind. Also uns da ein bisschen hinzustellen, das nehme ich auf jeden Fall mit. Und wenn wir uns kennenlernen und finden wir mitunter heraus, dass wir vielleicht uns mehr eint, als uns eigentlich irgendwie trennt.